Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time von Shadowlord. Ja, im letzten Part haben wir endlich den Master Schlüssel bekommen. Und nun haben wir das Teil vorgesetzt, ich weiß nicht, da oben hinkomme. Es sei denn, ich muss einfach nur... Moment mal. Durch den normalen Stiefel wird das schon mal nix. Mit den alten Stiefeln meine ich die Lederstiefel. Zurück auf den Lederstiefel einfach. Nö. So wird das nix. Okay. Der Wasserspiegel ist auf dem höchsten Stand. Anders komme ich auch nicht hier hoch. Ja. Hammer. Oh, das war das Auge der Wahrheit. Vielleicht ist das irgendwie weiter. Nö. Verdammte Axt, ey. Verdammte Axt. Pfeile helfen mir da auch wahrscheinlich nicht weiter. Versuche ich mal sehr das Wiegenlied. Würde mich da irgendwie wundern, vor allem, weil dann die, zu sehen war, diese Notenlinie, wo ich halt, ja. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich da jetzt hochkommen soll. Ey, ist doch nicht wahr, ey. Ich habe die Schlüssel. Ich habe den Schlüssel. Ich weiß, wo ich lang muss, aber ich weiß nicht wie. Was soll der Rotz? Ich habe doch den Fanghaken, ey, den Entehaken. Der soll doch irgendwie funktionieren. Vielleicht richtig geziert oder falsch geziert. Ja, auch nicht. Vielleicht auch eine Säulen. Nein, so. Auch nicht. Hm. Ist dunkel an den Säulen? Ja, komm. Okay. Was soll der Rotz? Was soll denn das? Ich hab echt gerade. Sowas soll kein blassen Schimmer. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ich stehe direkt davor. Ich stehe direkt vor der letzten Boss-Tür und ich komme nicht hoch. Ist doch nicht wahr. Der Wasserpegel erhöht keinen nicht weiter. Der ist auf dem höchsten Stand. Habe ich irgendwas verpasst? Moment mal, gehen wir mal sämtliche Etagen durch. Vielleicht irgendwo... Nö, ich habe zumindest keine Truhe verpasst, nichts. Ich hab doch irgendwas. Also irgendwas soll ich doch falsch gemacht haben. Ich begreif's nicht. Ich raff es nicht. Was soll das? Anstatt einfach zu sagen, so, hier bitte? Nö. Machen Sie doch so eine Scheiße mit ein. Es soll doch nicht angehen. Oh Mann. Nö, hier ist auch sonst weiter nichts. Da kann ich höchst wieder rüberhangeln, aber. Ich war doch schon da überall. Und da komme ich von da komme ich sogar. Was soll der Rotz? Nee. Das will mir nicht in den Kopf rein. Das will mir nicht in die Birne. Vielleicht muss er. Nee, Wasser ausziehen macht auch keinen Sinn. Stahlstuhl haben auch keinen Sinn. Versuch mal die Kronrüstung. Vielleicht darf ich einfach keine Zora-Rüstung tragen. Nö. So. Aha. Ich darf einfach nur nicht von Dingen erwischt werden, darf einfach nicht so schräg laufen. Das ist das ganze, das ist das große Geheimnis. Aha. Ey, ihr seid so beknackt, ey. Als Spielentwickler. Ja, ich darf auch nicht, eben mal eben aufhören oder so. Ich muss den perfekten Augenblick erwischen. Ich darf auch keine Rolle machen. Nix. Ich darf echt nichts machen in der Richtung. Ich muss den perfekten Augenblick erwischen, wie ich da hochkomme. Und jawohl. Oh mein Gott, ey. Wie beknackt ist das denn, ey? Voll scheiße. Na gut, dann wollen wir doch mal sehen, was der Boss nun für uns zu bieten hat. Oh, großes Wasserbecken. Hm? Lorne, Vorsicht! Vorne, Vorsicht! Das sieht sich nicht aus wie gewöhnliches Wasser. Irgendetwas dauert hier. Och nö. Was ist das für komisch? Okay, Stachel an der Seite? Komisch. Überall Enterhakenpunkte. Ja, lässt drauf schießen. Enterhaken ist hier das Notwendige. Auf einmal noch nicht viel Plattform. Gehen wir mal für Plattform. Plattform drauf. Oh. Okay. Etwas ist im Wasser. Oh, sag mir nicht, wo es gegen einen Fisch kämpfen. Das wäre mal voll nicht interessant gewesen. Hm.
Oha, es scheint uns entdeckt zu haben. Liegt auch nahe, ne? Wir waren auch nicht gerade leise, als sie reingegangen sind. Mal sehen, was wird's denn sein? Was zur Hölle? Es ist doch aus dem Wasser. Lorn, Link, könntest du dich bitte mal umdrehen? Was zur Hölle? Ein Aquamöbenwassertentakelmorpha. Das ist der Gegner? Dieser komische Knubbel? Der Wassertentakelmorpha! Dieses Monster ist Wächter des Wassertempels! Sein eigentlicher Körper ist der rotwarmende Kern! Okay, Leute, das ist eigentlich relativ leicht. Diesen Kern müssen wir uns in einem günstigen Moment mit den Enterhaken uns erkaschen. Das machen wir am besten dann, wenn er versucht, wenn er in diesen Wassertentakel eindringt. Wow. So. Genau so würden wir eigentlich dann jetzt versuchen zu greifen und dann draufhauen. Das ist eigentlich das große Geheimnis bei Morpha. Okay. Und aus dem Wasser raushalten, habe ich das gesumpfe Gefühl. Denn ich habe gerade echt viel Herzen verloren. Aua. Okay, dann. Macht ihr wieder durch den Tentakel? Jop. Okay. Nein. Was hat denn. Ne? So, und draufhauen. Das ist eigentlich das große Geheimnis bei diesem Boss. Und würde man das mit den Enterhaken wunderbar funktionieren, dann wäre das auch ein bisschen leichter. So, gut, okay, jetzt macht er wieder einen Wirbelangriff. So, der Tentakel kommt hervor. Und ausweichen. So, gleich kommt der Angriff, kommt. Ja. Nein. Loslassen! Oh, oh, das will wehtun! Oh, oh, scheiße, loslassen! Ah! Moment, habe ich eigentlich gar keine Musik? Ich höre gerade jedenfalls nichts. Aua, das hat weh. Moment mal, irgendwie habe ich gerade keine Musik. Warte mal kurz, Leute. So, Leute, Musik ist hier da und der Kampf geht weiter gegen Morpha. Dessen, ich das verloren habe. Okay, das hätte noch ein zweites Tentakel. Okay. Und, er greift an. Nix da, aber, Enterhaken! 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 Was soll das? Was soll der Scheiß? Was hat das denn schon wieder? Warum hat er nicht den Scheiß Enterhaken benutzt, wie ich ihn befohlen habe? Wow. Jetzt aber. Kann nicht angehen! Ey, Moment mal, ich muss ja auszugehen, ändern, das hat so keinen Sinn. Kann ich das nicht als. Ich kann nicht ablegen. Oh Mann! Nein, nach unten! So, und jetzt aber. So, geht doch, meine Fresse. Was hat das denn gerade für eine Scheißsache, ey? Nein, runter, der Enterhaken! Der Enterhaken nach unten! Lorn, meine Fresse! Echt, ey, ich hab bis zwei Angriffe verpasst, weil er den scheiß Bogen rausgeholt hat. Da, schon wieder. So, und her damit. Mann, ich treffe dich richtig. Ah, schon wieder! Mist, daneben. Wahrscheinlich geht der Angriff, ja, geht in den anderen Tage rein. Nee, oh, es ist doch ein 9. Ah, fuck, ey. Der Gegner ist. Schwer scheint eigentlich nicht zu sein. Ja, kotzen. Ja, ja, kotzmäßig. So. So, komm her, komm und jetzt aber. So, ich hoffe, ich hau damit überhaupt Schaden, weil heute mit rot leuchtet. Hm. Oh Mann! Hier scheiß Bogen, eh! Wenn ich was anderes anlegen würde, erhöht. Nein! Ich sollte mich dann mal angewöhnen. Ich sollte dann mal eine Möglichkeit finden, die Sehknöpfe umzusetzen. Denn das macht so keinen Sinn mehr! Arr. Komm mal her. So.
Oh, schon wieder! Das war die perfekte Position, ey! Und nur weil Monsieur, Lord, Link, der nicht seinen scheiß Enterhaken benutzen wollte. So, jetzt aber. Oh, oh scheiße, die schon wieder! Meine Fresse, ey! Das kotzt sich gerade voll an! Loslassen, loslassen, loslassen! Lass mich... Ich krieg grad einen Anfall, ich... Boah, ey, der hält einer noch so lange fest, ey. Ich verliere gleich meine erste Fee. Und warum? Weil Monsieur Lord, ja, Link, ja immer mal wieder sagt, warum soll ich den Tag benutzen? Oh, sie cooler. Lass mich doch eine scheiß Ruhe. Oh, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Und wenn ich da drin bin, kann ich auch nicht mal was machen. Lass mich los. Oh nein, ich bin gerade noch im Wasser drin. Scheiße! Boah, der Boss ist so abfuck, ey. Los, raus da. Raus da, raus da, raus da, raus da, raus da, raus da, raus da. Ganz, ganz schnell raus da. Und war nicht ganz weit raus da. Oh, da, Freundchen. Der, boah, es hängt auch noch das anzudenken, ey. Oh, fuck, ey. Läuft hier mal sowas von, nix da. Läuft mal sowas von gar nichts nach Plani, oder was? Ach, Mann. So. So, jetzt aber. Und jetzt! Nein, Dorn! Mann! Du sollst den scheiß Enterhaken benutzen! Ist das denn zu schwer? Anscheinend ja schon für dich Vollpfosten! Oh Mann! Ey, schon wieder! Ich drück den scheiß Knüppel nach unten! Da sollst du auch den blöden abgefuckten. Warte, was sagt er? Da sollst du auch den blöden Scheißdreck von Enterhack benutzen. So ist er. Oh, verdammte Scheiße! Das ist doch nicht schwer, ist doch nicht wahr, ey! Was ist das für ein abgefuckter Boss? Und ich kann nicht nichts machen, wenn er mich gefuckt hat. Ich bin hier schutzlos ausgeliefert. Was ist das für ein scheiß Boss, ey? Oh, fuck, ey! Meine Fresse! Oh! Das nur wegen dir. Verkackbelegung der beknoppten Sickknöpfe. Was habe ich mir das mal gedacht, als ich da platziert habe? Da stand nicht viel. Da, ich kann ihn nicht benutzen. Ich kann langsam benutzen, ich kann schnell benutzen. Es kommt immer das gleiche Ergebnis raus. Er will nach irgendeinem anderen Scheiß, den ich da gesetzt habe. So, jetzt aber. Endlich mal wieder ein Angriff. Verdammte Axt. Mann, das ist ein nerviger Boss. Und das nicht einmal wegen dem Boss selber, sondern bei meinen scheiß Einstellungen von dem beknackten Controller für dieses das Spiel. Mann. Ganz ruhig, Lord. Ganz ruhig. Ich kann nichts dafür. Okay, das geht also auch nicht. Und es steckt da schon wieder. Oh Mann, ich krieg zu viel. Ich krieg zu viel. Es sind immer diese scheiß Wassergegner, die mich so richtig abfacken. Das war Barinade in Yabu Yabu. Das ist jetzt dieser Morpha aus diesem Wassertempel. Das sind immer diese Wasserbosse, die mich richtig abfacken. Und das Teil größtenteils nicht wegen dem Boss selber, sondern wegen der scheiß Steuerung. So, Enthaken ausgewählt. Es ist geladen. Yes! Ja, geht doch! Warum nicht gleich so? So. Verdammt. Tentakel, Tentakel, Tentakel! So, langsam habe ich den Bogen raus. Ja, liebe Leute. Ich würde sagen, im nächsten Part sehen wir weiter, wie der Kampf weitergeht.
Ich wünsche einen schönen Tag, einen schönen guten Nacht. Das nächste Event folgt. Macht es gut. Wow.